So wie hier sieht es in vielen Städten aus. Das ist zum Beispiel in Bonn, ein Haus neben dem anderen, dazwischen eine Straße vollgestopft mit Autos und dazwischen vielleicht ein einsamer Baum. Oder wie hier, auch Häuser, dann wächst da ein Busch. Der Boden ist zwar Natur, aber vertrocknet, da wächst nicht so viel. Eigentlich wäre ein bisschen Grün in der Stadt doch ganz schön. Kann man sich da nichts einfallen lassen, dass irgendwo mitten in der Stadt doch was wachsen kann, so wie hier? Oder vielleicht auch an dieser Stelle, wenn da so ein paar Beete stehen würden, wo man was pflanzen kann, vielleicht sogar was man essen kann. Oder sogar hier, vor dieser Ausfahrt, da wäre auch noch Platz für so ein Beet mit Pflanzen drin. Und sowas gibt es tatsächlich. Und wie so etwas gebaut wird, das zeigen uns Imke und Miriam und ihre beiden Freunde Damian und Frederik. Als erstes bauen die aus Europaletten so einen Rahmen zusammen. Der muss natürlich erst zusammengeschraubt werden, aber nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren. Und draußen, wo zwei Paletten aneinander stehen, machen sie zur Verstärkung noch solche Brettchen hin. Ist der Rahmen fertig, kommt als nächstes eine Folie rein. Die Folie deswegen, damit die Erde, die man dann später einfüllt, nicht durch die Ritzen der Paletten wieder nach draußen fällt. Und diese Folie wird ausgerollt und damit die sich auch nicht wieder verflüchtigt, wird die rundherum festgenagelt. Und jetzt tragen die vier den fertigen Rahmen an die richtige Stelle. Bis jetzt waren sie im Schatten. Jetzt kommt das ganze Ding in die Sonne. Im Schatten war es gemütlicher zum Arbeiten, aber in der Sonne ist es natürlich besser für die Pflanzen. Als nächstes kommt auf den Boden ein Drahtgitter. Das soll verhindern, dass sich von unten irgendwelche Tiere da durchbuddeln. Aber auch dieses Drahtgitter muss festgemacht werden mit solchen Krampen, also annageln. Wenn die Kiste fertig ist, geht's mit dem Befüllen los. Und die erste Schicht besteht aus groben Gartenabfällen. Das sind dickere und dünnere Äste mit Blättern dran. Und die kommen als erstes rein. Und die dienen dazu, dass das Ganze von unten noch Luft bekommt. Und wenn es mal regnet oder sonst irgendwie Wasser von oben kommt, vom Gießen oder so, dass das Wasser nach unten abfließen kann und das Beet nicht anfängt, von unten zu schimmeln. Aber diese erste Schicht liegt jetzt im Moment noch ganz locker da drin. Wenn da später Erde draufkommt, dann ist das Ganze ja schwer. Und damit das Beet da nicht zusammensackt, trampeln Imke und Miriam das Ganze fest, dass eine solide Grundschicht entsteht. Und während die beiden aus dieser Kiste aussteigen, hört man im Hintergrund schon einen LKW kommen. Da ist er. Der kommt von einer Kompostierungsanlage und der hat das geladen, was jetzt auf dieses grobe Zeug drauf soll. Da sieht man's. Und das sind drei verschiedene Sorten. Erst kommt mal eine dunklere Schicht. Und nach der dunkleren kommt eine hellere Schicht. Und zum Schluss nochmal was Dunkleres. Und jetzt geht's ans Schippen. Immer eine Schubkarre voll machen. Imke und Miriam fahren die Schubkarren dann zur Kiste und kippen die da drin aus. Die erste Schicht besteht aus halbreifem Kompost. Das ist das dunkle Zeug. Eine nach der anderen, die wird dann gleichmäßig verteilt. Und dieser halbreife Kompost, der zersetzt sich im Laufe der Zeit noch und liefert dann den Pflanzen, die obendrauf wachsen, noch Nährstoff. Ist die erste Schicht drin, dann muss das Ganze noch verstärkt werden. Da kommt jetzt ein Draht in der Mitte dahin, wo die beiden Paletten von außen mit den Brettchen zusammengenagelt sind. Und damit sich, wenn der ganze Boden jetzt drin ist, diese Kiste da in der Mitte nicht auseinanderbeult, wird die Mitte mit dem Draht verstärkt, durchgezogen. Dann kommt da noch so ein Holz dazwischen und damit wird der Draht verdrillt und gespannt, sodass das Ganze ein bisschen unter Spannung steht und die Außenseiten sich nicht nach außen ausbeulen können. Nur ein bisschen festmachen. Und jetzt sieht man, wie die Seitenteile nach innen gezogen werden, damit der Rest der Erde das Ganze nicht nach draußen drücken kann. Und schon geht's weiter mit der zweiten Schicht. Das ist die hellere Schicht. Das ist schon fertiger Mutterboden. Genauer eine Mischung aus Lehm, Gartenkompost und Sand. Und der Mutterboden soll den Pflanzen später Halt geben. Auch wieder Schubkarre für Schubkarre ranfahren und einkippen und das Ganze verteilen. Und wenn man jetzt genauer hinschaut,
Dann sieht man, dass die erste Schicht etwas dunkler und grober ist und die zweite Schicht ein bisschen heller als der Mutterboden. Und dann kommt die dritte Schicht drauf. Das ist eine Mischung aus Erde und reifem Kompost. Auch wieder schippen, fahren, auskippen. Und man sieht, diese dritte Schicht ist wieder dunkler als die davor. Das Ganze wieder gleichmäßig verteilen. Der Kompost in dieser letzten Schicht soll den Pflanzen die Nährstoffe liefern, damit sie gut wachsen können. Und wenn die ganzen Befüllungsarbeiten fertig sind, dann ist die Kiste voll. Das Ganze kann man jetzt auch schon ein Hochbeet nennen. Und damit das alles ordentlich und solide ist, trampeln die jetzt ein letztes Mal drin rum. Genauso, wie sie das ja auch schon bei der ersten Schicht gemacht haben. Und jetzt steht an der Stelle, wo bis jetzt gar nichts gewachsen ist, nur Unkraut, ein Hochbeet. Und das kann man jetzt tatsächlich bepflanzen. Und das machen die beiden auch hier als erstes mit Sellerie. Die Pflanzen lassen die Blätter schon ein bisschen hängen, weil es so heiß ist. Deswegen werden die sofort angegossen und bewässert. Und wenn der Sellerie drin ist, dann kommt da Radieschensamen in die Erde. Zwei Reihen Radieschensamen. Und als letztes Kohlrabi. Und damit ist unser Hochbeet komplett bepflanzt und kann wachsen. Aber die vier machen das nicht nur alleine. Die haben einen Verein gegründet. Da treffen sich Freunde und Bekannte, die alle Spaß dran haben, im Garten zu arbeiten und die Lust haben, dass ihre Stadt etwas grüner wird. Das gibt es aber nicht nur in Bonn, sondern zum Beispiel auch in Berlin. Auch da gibt es einen Verein, da treffen sich die Leute regelmäßig und haben Spaß daran, was anzupflanzen und ihre Stadt grüner werden zu lassen. Aber es geht nicht nur darum, schöne Blümchen oder sowas anzupflanzen, sondern in diesen Hochbeeten kann man eben auch Sachen anpflanzen, die man ernten kann und die man dann selber essen kann, selbstgezogen im eigenen Stadtviertel. Zum Beispiel Kürbisse oder Zucchini oder auch Mangold, Tomaten und sogar Erdbeeren. 3 Monate später sind wir nochmal nach Bonn gefahren. Das Hochbeet hat sich toll entwickelt, alles ist prima gewachsen. Und aus den Radieschensamen sind wirklich Radieschen gewachsen. Und weil die selbst gezogen sind, schmecken die natürlich auch besonders gut.